Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mototech. Heute geht es um das perfekte Pitbike. Natürlich ist das perfekte Pitbike zu sagen, jetzt weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich glaube, ich bin jetzt mit meinem relativ nah am Ideal, was man preis-leistungstechnisch so machen kann. Natürlich kann man besseres Material kaufen, das kostet dann aber halt auch gleich nochmal deutlich mehr, um nicht zu sagen, jetzt vielleicht das Doppelte oder das Dreifache von dem, was mich das in Summe gekostet hat. Ich habe jetzt hier grundsätzlich ein Pitbike gekauft bei Apex und habe dann eben nach und nach noch Teile dran gebaut. Und für euch, wenn ihr an einem speziellen Bereich interessiert seid, unterteilen wir das Video in der Videobeschreibung dann in mehrere Bereiche. Ich würde aber sagen, wir steigen mal direkt ein und schauen uns an, was für ein Chassis wir hier haben. Und zwar handelt es sich hierbei um eine AP Circuit. Also das ist das Grundmodell, auf dem das Ganze fußt. Die hat jetzt einen Rahmen und eine Schwinge, die man vielleicht auch bei anderen Herstellern findet. Zum Beispiel bei Dream aus Italien. Grundsätzlich kommt das Ganze aus bekanntem Herkunftsland. Aber je nachdem, für welchen Hersteller man sich dabei jetzt entscheidet, gibt es da natürlich schon deutliche Qualitätsunterschiede. Das heißt, bei den Herstellern hier aus Deutschland, wie jetzt zum Beispiel AP, also Apex, oder auch anderen, geht man schon weniger das Risiko ein, dass hier irgendetwas kaputt geht oder dass hier irgendetwas nicht richtig zusammengeschraubt ist. Denn die meisten Hersteller in Deutschland achten eben wirklich auch darauf, dass die vernünftige Schrauben verwenden, dass die alles mit Drehmoment anziehen, dass vernünftige Lager jetzt zum Beispiel im Lenkkopf sind, in der Schwinge. Und deswegen ist eben dieses Konstrukt aus Rahmen, Schwinge und Gabelbrücke, das ist ein relativ schmuckloses Gussteil hier in dem Fall, eigentlich so mehr oder weniger bei mehreren Herstellern zu finden. Es ist jetzt aber bei Apex so aufgebaut, dass es auch wirklich hält. Das heißt, wir haben hier überall vernünftige Lager drin, vernünftige Schrauben. Und das ist dann eben auch der Unterschied, der ab und zu dann den Preis ausmacht, zwischen einem Pitbike zum Beispiel direkt aus China bestellen oder hier in Deutschland. Also das heißt, ihr kriegt das Produkt, auch wenn ihr jetzt nichts mehr umbaut, so wie ich, dann fix und fertig und müsst euch keine Gedanken machen, dass sich irgendwann eine Schraube losvibriert oder dass eine Achse bricht in den meisten Fällen. Deswegen Rahmen, Schwinge, Gabelbrücke, alles eben noch Standardware, AP Circuit S in dem Fall. Bin aber soweit damit zufrieden und ich war jetzt auch mit anderen Chassis nicht wirklich schneller, mit denen ich gefahren bin. Und wie gesagt, es geht hier primär um Preis-Leistung. Was dann aber eigentlich noch fast wichtiger ist als das Chassis, ist das Fahrwerk und zu dem kommen wir jetzt. Fahrwerkseitig haben wir hier eigentlich auch nicht viel verändert. Das heißt, diese AP Circuit S, die kommt mit einer Fast Ace Gabel und die kommt mit einem DNM Dämpfer. Der DNM, der wird gerne verwendet, schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil er echt sehr gut funktioniert für das, was er an Geld kostet. Und genau das gleiche Thema haben wir bei der Fast Ace Gabel. Der Dämpfer ist jetzt verstellbar in Federvorspannung, Zug- und Druckstufe. Hat jetzt knapp 25 Betriebsstunden und macht noch keine Mucken bezüglich Undichtigkeit oder sonstige Probleme. Das heißt, der dämpft wirklich sehr gut. Für das, was er kostet, dann schon mal, ja, noch mal eine Ecke besser, würde ich behaupten. Denn er ist relativ günstig. Bei der Gabel haben wir eine Fast Ace Gabel. Die ist auch in Zug- und Druckstufe verstellbar, nicht aber in Federvorspannung. Ist in einigen Pitbike-Klassen auch tatsächlich nicht erlaubt, dass man die Federvorspannung verstellen kann. Das heißt, verstellbar, nicht quasi ohne größeren Aufwand. Allerdings kann man trotzdem die Federvorspannung und die Federrate verstellen, indem man andere Vorspannhülsen hier reinsetzen würde. Was wir aber gemacht haben, ist jetzt anderes Öl da reinzutun. Also wirklich ein vernünftiges 5W-Gabelöl, damit das Ganze schön arbeiten kann. Und dann kann man da auch vernünftig mitfahren, meiner Meinung nach.
Natürlich gibt es viel feinfühligere Elemente, aber so wie das jetzt dasteht, ist es schon mal wirklich für das grundsätzliche Pitbike-Erlebnis absolut ausreichend. Also Gabel und Federbein sehr gut. Was wir aber gemacht haben, ist an mehreren Stellen einzustellen. Sprich, wir haben die Federraten bzw. die Vorspannung so eingestellt, dass halbwegs auf mein Gewicht passt. Wir haben die Gabel weiter durchgesteckt und das auch in mehreren Iterationsstufen. Das heißt, wir haben mit wenig Durchstecken angefangen, mal ganz bündig, und sind dann immer weiter runter und haben geschaut, wo funktioniert es am besten, auch zeittechnisch. Das Gleiche haben wir am Federbein hinten auch gemacht. Da haben wir ein bisschen mit der Vorspannung variiert, weil leider keine Höhenverstellung drin ist, sondern eben nur gekoppelt mit der Vorspannung die Höhe variabel ist. Und dadurch kann man da nicht ganz so viel spielen bei der Gabel. Dennoch haben wir jetzt die Fahrhöhe und die ganzen Federraten und Vorspannungen sowie das hydraulische Setup im Rahmen dessen, was vorhanden war, so eingestellt, dass alles wirklich gut funktioniert. Also ich bin mit dem Fahrwerk sehr, sehr zufrieden. Mehrere Leute, die mit dem Pitbike auch gefahren sind, im Gegensatz zu einer standardmäßigen AP Circuit S, haben auch gesagt, okay, das Setup taugt mir wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen bin ich da auch der Meinung, dass wir das mit wenig Mitteln relativ gut hingekriegt haben. Sprich, Gabelöl ein bisschen einstellen und verstellen. Und schon hat man ein potentes Pitbike, mit dem man wirklich auch relativ zügig fahren kann. Zum zügig fahren braucht man natürlich auch einen Motor. Und deswegen ist das nächste Thema unser Motor hier im Raum. Beim Motor gibt es natürlich jetzt mehrere Hersteller und mehrere Hubraumvarianten. Das heißt, es gibt zwei Ventilmotoren von ZS, also Zhongshen oder Yingxiang YX. Wir haben hier jetzt einen YX160, also einen Zweiventiler mit 160 Kubik. Der sollte laut Serienangabe irgendwas zwischen 14 und 15 PS machen. Man könnte jetzt natürlich auch einen wesentlich besseren Motor einbauen. Es gibt da auch die Daytona-Motoren mit Vierventiltechnik. Die haben dann gut und gerne auch mal über 20 PS oder vielleicht sogar über 30 PS mit entsprechender Behandlung. Für mich war das aber nie Kern der Sache. Ich wollte immer lernen, mit einem Pitbike schnell zu fahren, indem ich Schwung mitnehme und das dann aufs große Motorrad übertragen. Und derzeit bildet für mich der 160er da noch den perfekten Kompromiss aus Bezahlbarkeit und dem, dass er einfach so viel Schmalz hat, dass man nicht komplett verhungert, aber so wenig Kraft hat, dass man wirklich Fehler nicht einfach durch Leistung ausbügeln kann. Das heißt, man muss schon am Kurveneingang gucken, dass man alles richtig macht. Jetzt hat man auf manchen Bahnen, so wie in Ala letztens, natürlich das Nachsehen, wenn dann doch Motoren kommen, die einfach das Doppelte an Leistung haben. Aber grundsätzlich funktioniert das sehr gut. Der Motor an sich ist auch komplett Serie. Das heißt, wir haben hier einmal serienmäßiges Getriebe, Kolben, Pleuel, Nockenwellen. Das Einzige, was ich demnächst ändern werde, einfach der Haltbarkeit wegen, sind die Ventilfedern. Das heißt, gerade wenn man am Anfang relativ grob mit den Motoren umgeht, sie haben keine Anti-Hopping-Kupplung, man kann sie theoretisch auch überdrehen, dann tut das den Ventilen natürlich irgendwann nicht so gut, beziehungsweise den Federn. Und deswegen sind die härteren Ventilfedern dafür, da das Ganze drehzahlfester und damit auch sicherer zu machen. Dazu hat man natürlich einen nicht mehr so flirranfälligen Ventiltrieb da drin. Das tut natürlich auch der Leistung dann irgendwann gut. Das ist aber noch was für die Zukunft, das kommt noch. Und wir haben zusätzlich an dem Motor, an der Peripherie noch einiges gemacht. Das heißt, neben den Grundarbeiten wie anderes Öl, regelmäßige Filterwechsel und Ventilspiel einstellen, haben wir einmal einen anderen Vergaser drauf. Also keinen chinesischen, sondern einen italienischen in dem Fall. Der ist bei Apex immer serienmäßig mit dabei. Das ist ein Dell'Orto PHBH26. Das heißt, 28. Das heißt, das ist ein 28er Vergaser mit Rundschieber. Und der ist, finde ich, bei jedem Pitbike eigentlich essentiell. Also jetzt nicht unbedingt von Dell'Orto, aber von irgendeiner guten Marke, zum Beispiel auch Mikuni. Weil die serienmäßigen China-Vergaser Probleme haben mit brechenden Ansaugflanschen, die haben Probleme mit verklebenden Nadeln und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man wirklich stressfrei fahren will, sollte man vielleicht da ein paar Euro in die Hand nehmen. Das ist sehr gut angelegtes Geld und sich einen vernünftigen Vergaser draufschnallen. Tut tatsächlich dann nicht nur der Leistung und dem Ansprechverhalten gut, sondern auch eurem Gemüt, wenn ihr nicht an der Strecke steht und dann irgendwas reparieren müsst. Das heißt, offener Luftfilter, 28er Vergaser und auf der anderen Seite geht dann eine Komplettanlage von LM nach draußen.
Die ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber für mich war es einfach schön, dieses Paket da abzurunden, weil das ist ein Krümmer mit einer Powerbomb drin, das ist ein vernünftiger Endschalldämpfer aus gutem Material und man kann einen DB-Killer fahren. Der bringt dann natürlich ohne DB-Killer ein bisschen Leistung. Mit DB-Killer ist es auch noch verschmerzbar und es ist einfach halt auch so, dass man keine Probleme damit hat, dass irgendwann was bricht, sich losvibriert etc. pp. Gibt es günstigere Varianten, das weiß ich, aber für mich war das Preis-Leistung mit so zwischen 300 und 400 Euro wirklich vertretbar und das finde ich ein gutes Thema. Dann sieht man hier vorne noch einen größeren neuen Ölkühler. Mein Alter hat sich durch mehrere Stürze und durch viel Vibration dann von seinem Halter verabschiedet und ist dann auch ab und zu mal aufgeschlagen. Das heißt, die Anschlüsse waren krumm. Da habe ich dann überlegt, ob ich nochmal einen Standardölkühler kaufe oder ob ich gleich nach was Besserem suche. Und bin ich dann in Italien fündig geworden bei Crazy Monkeys. Der kostet ein bisschen über 200 Euro. Das ist schon ein ordentlicher Tacken bei einem Pitbike. Aber dafür ist das halt auch ein richtiger Kühler. Das heißt, der hat ein richtiges Netz. Der sieht aus wie ein richtiger Kühler und der ist ordentlich verarbeitet. Der kommt mit allen Materialien, sprich vernünftig verpresste Ölkühlerschläuche und so weiter und so fort. Und das war für mich dann auch einfach ein No-Brainer, da direkt aufzurüsten auf was, was auch in Zukunft hält. Auch wenn mal vielleicht ein größerer Motor reinkommt, wird der Kühler auf jeden Fall ausreichen. Und die Kühlung, gerade bei so einem ölgekühlten Motor, ist nicht zu vernachlässigen, wenn er immer nur Stress abkriegt. Ansonsten ist hier der ganze Ablauf über separate Behälter geregelt. Da habe ich hier tatsächlich eine schöne Lösung bekommen, die aus dem 3D-Drucker kommt, wo man alles rausnehmen kann und dann auch wieder versplinten kann hier. Das sitzt also bombenfest und wir haben eine Schaltwellenabstützung. Die kommt jetzt auch von Apex und gerade wenn man oft und heftig mit dem Schalthebel umgeht oder zu Werke geht, ist da eine Schaltwellenabstützung nie verkehrt, gerade weil es da oft Probleme gibt bei den Motoren, dass die Getriebe irgendwann aufgeben. Und da zählt eben auch die Schaltwelle dazu. Das also so zum gesamten Motorkonzept. Wie gesagt, alles drumherum, Lichtmaschine und so weiter und so fort, ist alles Serie, die Kupplung auch. Muss ich mal gucken, wann es da Probleme gibt. Ich habe jetzt 25 Betriebsstunden. Wenn es dann irgendwann mal Probleme gibt, dann werden wir uns mal ein bisschen dem Thema Tuning widmen und mal gucken, was man da vielleicht so für schmales Geld machen kann und was das bringt. So wie er jetzt hier steht, hat er 14,7 PS, glaube ich, am Hinterrad auf einem unabhängigen Prüfstand. Und das finde ich für so einen 160er schon absolut in Ordnung. Von daher sind wir mit dem Motor soweit durch und können uns mal ein bisschen genauer hier den ganzen Antrieb und die Räder anschauen. So, Stichwort Antrieb. Wir fahren hier zunächst mal als Sekundärantrieb eine 428er Kette. Das ist so Klassenstandard eigentlich, es sei denn, man hat halt sehr viel Leistung, dann will man vielleicht ein bisschen mehr fahren. Und wir haben eine Übersetzung von 1541, also 15 vorne, 41 hinten. Hat mir jetzt für die meisten Strecken eigentlich ganz gut getaugt. Ist Indoor vielleicht ein bisschen lang, aber ich habe da tatsächlich mich damit abgefunden und für mich funktioniert das ganz gut, so wie es ist. Dazu haben wir VMC-Felgen. Pitbike heißt ja logischerweise auch 12 Zoll. Die sind hier einmal 2,5x12 und 3x12 hinten. Mit vorne 100er und hinten 120er Reifen. Das sind in dem Fall PMT-Slicks. Die haben sich für mich auch preis-leistungsmäßig wirklich so als das rauskristallisiert, was man fahren kann und sollte. Es gibt bestimmt auch andere gute Varianten. Für mich ist das jetzt aber in super soft vorne und soft hinten wirklich way to go. Die halten relativ lang mit der Leistung. Man kann sich blind drauf verlassen. Sie brauchen keinen großen Warmlauf-Zeitraum. Also das heißt, man kann eigentlich raus und nach einer halben, dreiviertel Runde dann wirklich Attacke geben. Braucht keine Reifenwärmer zwingend. Und deswegen ist das eigentlich für mich so die Rad-Reifen-Kombination, die sich für mich wirklich gut anfühlt. Dazu ist es eben auch noch so, dass die VMC-Felgen relativ leicht sind. Die sind jetzt auch keine Standardware, sondern vielleicht auch ein Tuning-Teil. Bei denen ist aber vor allem gut, dass die Felgenbreiten auch zu den Reifen passen. Man hat das ja manchmal, dass man beispielsweise vorne dann auch eine breitere Felge fährt. Und dann ist es eben so, dass der Reifen sich schon so aufwulstet, dass man in großer Schräglage auch über die Seite vom Reifen schon fährt. Das passiert zwar bei schmaleren Felgen auch ab und an, das ist aber bei den breiten Felgen vorne dann doch nochmal kritischer. Und deswegen vielleicht als Tipp gucken, dass ihr wirklich 2,5 und 3 Zoll findet, wenn ihr halt standardmäßig einen 120er und einen 100er fahren möchtet. Gibt auch Hersteller, die schneiden dann hinten einen 130er drauf.
Das aber dann wirklich auch nur bei Raketen, die dann wirklich sehr viel Leistung haben. Deswegen das Thema und direkt verkoppelt mit dem ganzen Antrieb, denn was vorwärts geht, muss natürlich auch verzögert werden, ist die Bremsanlage. Zu der kommen wir jetzt. So, beim Thema Bremse gibt es jetzt natürlich auch vielerlei Varianten. Das ist auch so ein Punkt, wo man, wie bei fast allem am Pitbike, gerne mal was aus China bestellen kann. Und das funktioniert in manchen Fällen auch wirklich sehr gut. Das heißt, so RPM oder wie sie alle heißen, diese ganzen gefrästen Vierkolbensättel, zweiteilig, aber das spielt jetzt keine so große Rolle, funktionieren bei manchen sehr, sehr gut. Genauso wie die radialen Bremspumpen, bei manchen funktioniert es eben gar nicht. Und weil ich da keine Lust drauf hatte und eigentlich finde, dass diese Lösung, die hier dran ist, so ziemlich das Beste ist, was man preis-leistungstechnisch machen kann, ging es dann eben in Richtung Formula. Formula kennen manche vielleicht aus dem Fahrradbereich. Das ist jetzt ein Semi-Monoblock-Vierkolbensattel. Das heißt, geschraubte Stopfen hier drin, wie bei den Yamahas, also R1, R6 und so weiter. Eine axiale Bremspumpe. Und das Ganze kommt als Kit mit Belägen, mit einer Bremsleitung, Bremspumpe, alles schon fertig vormontiert. Dazu gibt es bei Apex immer noch den passenden Halter. Und in dem Fall eine NG Brakes, 220 mm gefloatete Bremsscheibe. Das ist jetzt auch wieder ein Thema, wo ich sage, das ist unbedingt nötig. Denn mit so einer festen Bremsscheibe fährt man zwei Termine mal halbwegs schnell. Oder nicht mal, sondern wir hatten das damals probiert, einen Termin lang. Und die ist sofort krumm nach zwei Turns. Also das, die hält die Hitze nicht aus, das Abkühlen und so weiter. Eine Scheibe muss auf jeden Fall. Und für mich ist einfach auch das Gefühl von der Formula so, als würde ich auf einem großen Motorrad sitzen. Das heißt, ich habe Dosierbarkeit, ich habe eine Progression in der Bremse. Also ich kann fester ziehen, dann kommt auch mehr Biss. Ich habe gute Kalt- und Warmbremseigenschaften. Das heißt, die überhitzt nicht. Und ich habe da wirklich gut Vertrauen in die Bremse. Also das heißt, man hat ein gutes Feedback von vorne, wie das Ganze funktioniert in Verbindung mit dem Reifen und dem Fahrwerk. Und für mich ist das way to go. Die Bremse kostet an sich irgendwas zwischen 200 und 300 Euro. Und für mich gibt es da keine Alternative. Natürlich kann man jetzt noch zu Akkusato greifen oder anderen höherwertigen Produkten. Die steigern meiner Meinung nach aber das Potenzial der Bremse nicht im gleichen Maße, wie sie mehr kosten. Das heißt, bang for the buck ist eigentlich Formula für mich nach wie vor unerreicht, obwohl ich wirklich schon viele Varianten an Bremsen gefahren bin. Und deswegen ist das vorne einfach unersetzbar. Hinten dagegen haben wir noch serienmäßig den Bremssattel. Wir haben aber hier vorne eine schöne lange Bremsleitung, die hochkommt. Und da habe ich mir tatsächlich eine Daumenbremse gebaut. Einfach, weil ich das auch fürs große Motorrad üben wollte. Die kommt jetzt vom hochwertigen Hersteller Moboshi. Das heißt, das ist auch ein chinesisches Produkt. Das habe ich einfach bestellt, um es zu testen. Die Leitung kommt von Hehl, weil das eine Einzelanfertigung war. Da wollte ich was Gescheites. Und die Pumpe, die hier dran hängt, ist tatsächlich von einer 1098, 1198, 1199, also von einem großen Ducati-Supersportler. Da habe ich den Kolben ein bisschen abgedreht, habe dann hier an der Moboshi auch einfach die Welle ein bisschen modifiziert. Und damit bremst das für meine Begriffe sehr, sehr gut, auch mit dem originalen Einkolbensattel. Also ich hatte noch keine Probleme. Die kommen vielleicht irgendwann, wenn ich neue Belege brauche und ich weiß, wo ich die kaufen kann. Aber ansonsten ist das vom Bremsgefühl her, von der Dosierung, finde ich, sehr gut geworden. Und deswegen ist meine Bremsanlage hinten auch weitgehend original. Auch was die Scheibengröße angeht, damit bin ich bis jetzt immer gut gefahren. Und wenn wir hier oben schon an den Hebeln rumspielen, dann kommen wir jetzt gleich noch zum Thema Ergonomie. Das ist nämlich dann unser nächster und wahrscheinlich der letzte Punkt. Thema Ergonomie ist auf so einem Pitbike ja was ganz Besonderes, weil das Ding eben sehr klein ist und wir sind normal gewachsene Menschen in den allermeisten Fällen. Das heißt, man muss sich da irgendwie Platz schaffen und muss das irgendwie so machen, dass es bequem ist. Aber das ist trotzdem, weil wir ja kleinere Reifen haben, brauchen wir theoretisch weniger Schräglage, um aufzusetzen, weil das alles tiefer sitzt, brauchen wir theoretisch ja auch genug Schräglagenfreiheit. Und da gibt es jetzt mehrere Herangehensweisen, denn grundsätzlich haben diese Bikes meistens relativ recht flache Fußrasten, weil sie einfach aus dem Motocross-Bereich kommen. Das heißt, die kommen hier gerade raus und wenn man vor allem nicht so viel Hang-Off fährt, sitzt man die ganze Zeit irgendwo auf mit dem Schuh, mit der Raste, wie auch immer. Deswegen gibt es hier solche Geschichten,
Das sind hochgelegte Fußrasten, astrein aus China, funktionieren soweit gut, haben aber auch die Tendenz, relativ schnell zu verbiegen, sich relativ schnell loszuvibrieren teilweise und sind einfach nicht so schön passgenau. Das heißt, die wackeln hier teilweise in den Aufnahmen extrem rum. Auch gibt es dann hier Schalthebel und Bremshebel aus China. Das ist eigentlich auch alles okay. Aber weil ich hier wirklich was Eigenes haben wollte, habe ich mich da mit Race Mode Parts zusammengetan, mit dem Kevin hier unten, und habe seine Kunststoffrasten hier quasi auf den Rahmen angepasst. Das heißt, ursprünglich hatten wir hier diese Ausleger. Die sind, wie man sieht, sehr viel kürzer. Also so ungefähr die Hälfte. Und da man bei den Dreambikes vor allem oder bei diesen Rahmen auch von AP immer das Problem hat, dass man relativ schnell aufsitzt, haben wir das ganze Thema noch eine ganze Ecke verlängert. Um Schräglagenfreiheit zu generieren, um ein bisschen mehr Platz zu generieren, und das ist jetzt eben das Endprodukt. Genauso ist es beim Schalthebel, der ist auch in der Länge verstellbar, den gibt es in zwei Längen. Und der Clou daran ist einfach, das ist alles passgenau, kostet zwar ein paar Mark mehr als das Zeug aus China, aber es passt hundertprozentig. Der zweite Clou ist, es ist clever durchkonstruiert. Das heißt, wenn ich mich hier auf die Seite lege, dann bricht nicht gleich irgendwas ab oder reißt ein Gewinde aus, sondern dann verbiegt sich erstmal die Schraube, weil das alles so weit durchdacht ist, dass die Schraube hier genug Stütze hat quasi, dass sie auch verbiegen kann. Das heißt, alte Schraube raus, neue Schraube rein, fertig. Und das dritte ist, hier die ganzen Trittstücke sind aus Kunststoff. Das heißt also, ich brauche nicht mehr extra einen Protektor. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, dass die Bahn kaputt geht. Und trotzdem ist das Zeug hier echt sehr robust. Also man sieht es hier schon, ich habe da getestet, wie gut das hält im Sturzfall. Und ich habe auch mit den Prototypen so ein bisschen rumgetestet. Das sieht man also. Das ist relativ hartes Material, das bricht nicht gleich, das reibt sich nicht komplett ab. Aber es hält eben doch mal deutlich besser, als man eigentlich erwarten würde. Wenn wir dann weiter nach oben gehen, dann haben wir an der Geschichte hier oben Lenker wieder klassische China-Ware. Das heißt, das ist so ein Fatbar-Lenker, den kriegt man auch mit Prints oder bedruckt. Das ist aber Standardware, aber er ist eben deutlich flacher als die Serie. Serienmäßig ist das auch meistens so ein Motocross-Lenker mit einer Querstrebe, der relativ hoch ist. Und das ist mir einfach viel zu inaktiv von der Sitzposition her. Kupplungshebel ist dann einfach Standardware. Das hört man auch dran, wie es knarzt. Der Bremshebel bzw. die Armatur kommt von Formula, wie vorhin schon angedeutet. Und der Gaszug ist ein Apex-Gaszug, der da mit drin ist. Der läuft schön, den kann man auch ein bisschen einstellen. Da passt also für mich einfach das Gesamtkonzept. Ansonsten habe ich eigentlich an dem Bike nichts mehr verändert. Es hat klar so ein bisschen Custom Design, das cool geworden ist. Wir haben halt hier noch die Schützer am Lenker außen dran und hier die Guards vorne für die Hebel. Und ich habe mir einen hornalten AIM-Lab-Timer hier drauf gehauen, der wirklich noch mit Infrarot funktioniert. Da sieht man hier vorne das Kästchen. Das ist eigentlich ganz clever, weil je nachdem, wo der Transmitter auf der Bahn steht, dreht man das einfach einmal um. Und kann dann eben in beide Seiten die Zeit nehmen mit 3M-Klett. Hat nichts gekostet effektiv, weil der noch rumlag und man kann trotzdem seine Zeiten sehen. Also eigentlich eine gute Situation. Ansonsten würde ich jetzt vielleicht im letzten Kapitel noch mal kurz darauf eingehen, was ich finde, was unbedingt nötig ist an dem Pitbike zu ändern und was das Ganze mal so grob gekostet hat. Ja, jetzt ganz zum Schluss nochmal so eine kurze Kostenaufstellung von dem ganzen Thema hier, damit ihr auch wisst, an was ihr euch orientieren könnt. Und mal meine Meinung dazu, was unbedingt nötig ist an so einem Pitbike. Als erstes gehen wir mal hier kurz die Konfiguration durch, die ich hier stehen habe. Das ist einmal eine AP Circuit S, die kostet so rund 2.800 €. Formula-Bremse mit dem Adapter, Bremsscheibe und allem drum und dran knapp 400 €. Schaltwellenstütze würde ich in jedem Fall auch mit dazu nehmen. Die gibt es auch von anderen Herstellern, aber die kostet immer ungefähr gleich 60 €. Meine Bremse hinten, die ich ja selbst gebaut habe, mit der Hehlleitung, mit der anderen Pumpe und mit der Armatur aus China, hat mich etwa 100 € gekostet. Finde ich sehr fair dafür, wie gut es funktioniert. Die ganze Ergonomieumstellung von Race Mode Parts kostet insgesamt knapp 170 €.
Wie gesagt, kein Pappenstiel, aber war es für mich auf jeden Fall wert, weil die Dinger einfach halt sehr viel aushalten und sehr viel mehr als original der Fall ist. Plus, ihr sitzt natürlich auch viel besser drauf. Der LM-Auspuff ist jetzt so ein strittiger Punkt. Der kostet knapp 300 Euro, zwischen 300 und 400. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt nötig, war mir aber auch wichtig. Und so sind wir hier bei der Konfiguration nach Adam Riese hier irgendwo 3200 Euro, 3400 Euro, 3500. Dann sind wir vielleicht so knapp an die 4000 Euro dran. Pi mal Daumen, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Ja, also so ein bisschen südlich von 4000 Euro sind wir dann unterwegs. Das ist jetzt natürlich für ein Pitbike auch kein Pappenstiel, das weiß ich. Aber die Werte sind jetzt aus dem Konfigurator bzw. aus dem ganzen Thema bei Apex rausgenommen und von den Websites zum Beispiel von Race Mode Parts. Das heißt, wir haben hier für unter 4000 Euro ein Pitbike, das absolut konkurrenzfähig ist, das aber auch schon von vornherein gut zusammengebaut wurde. Und das ist die perfekte Überleitung zu dem ganzen Thema, was ich euch mitgeben würde. Und zwar der erste Punkt: Kauft euch ein Pitbike, wenn ihr technisch nicht ganz so begabt seid und selbst wenn ihr es seid. Ihr spart euch so viel Ärger, wenn ihr es irgendwo kauft, wo es fertig, vernünftig zusammengebaut herkommt. Dann habt ihr einen Ansprechpartner, dann habt ihr eine grobe Gewährleistung. Also wenn irgendwas wegfällt oder kaputt geht, klar kann man immer sagen, Sportgerät, keine Sachmangelhaftung, aber ihr habt auf jeden Fall einen Ansprechpartner, ihr habt es vernünftig zusammengebaut. Die AP Circuit Assets zum Beispiel hat schon einen gescheiten Vergaser mit drauf, hat gescheite Räder, ein gutes Fahrwerk mit drin. Und es wird alles vor Ort dann vom Daniel quasi schon mal auf Vordermann gebracht. Das heißt, ihr habt in dem Paket eigentlich schon so ziemlich alles drin, was ihr braucht. Bremsanlage, Geschmackssache. Ich persönlich sage, man braucht sie, weil mir das Gefühl auch einfach taugt. Was ihr aber auf jeden Fall von der Bremsanlage braucht, ist die schwimmende Scheibe. Weil früher oder später geht so eine Serienscheibe einfach in die Binsen. Und das umgeht ihr ganz einfach, indem ihr eine gefloatete Scheibe fahrt. Das heißt, hier der Punkt nicht unbedingt notwendig, aber teilweise auf jeden Fall. Schaltwellenstütze würde ich persönlich immer empfehlen, weil man im Eifer des Gefechts doch mal etwas heftiger reintritt. Hinterradbremse ist gänzlich unnötig. Das liegt an euch, ob ihr da umbauen wollt oder ob ihr einfach serienmäßig mit Fußbremse weiter betätigt. Ist also kein absolut notwendiger Faktor. Ergonomie. Sei es jetzt von Race Mode Parts oder von einem anderen Hersteller, für mich ganz, ganz wichtig. Der Lenker ist ja schon drauf bei der AP Circuit S, aber die Ergonomie so ein bisschen einzustellen ist auf jeden Fall ein Muss. Gerade auch Thema Schräglagenfreiheit ist beim Pitbike immer so eine Sache. Das heißt, da ein bisschen zu investieren, ob das jetzt in etwas teurere Produkte oder preiswertere Produkte ist, müsst ihr entscheiden. Ihr zahlt halt im Zweifelsfall doppelt. Und beim Auspuff ist das Thema eben: Man kann natürlich so einen angeschweißten Akrapovic-Fake aus China fahren, ist aber nicht so wirklich geil. Der Punkt ist eigentlich unnötig, aber für mein Qualitätsempfinden auf jeden Fall schon mal gut. Und was wir jetzt hier vergessen haben, ist der wunderschöne Ölkühler. Der kommt nämlich auch nochmal mit ein bisschen über 200 Euro dazu. Ist auch nicht unbedingt notwendig, weil Apex eigentlich immer schon Ölkühler mit anbaut. Aber meiner Meinung nach, sobald der Originale mal irgendwann kaputt geht, statt dann nochmal einen China-Ölkühler nachzukaufen, lieber irgendwas Passendes kaufen, lieber irgendwas Schönes. Und das können wir jetzt gleich nochmal mit draufschreiben. Sag ich mal 220 Euro. Und dann sind wir jetzt mit der Gesamtrechnung, mit dem, was das hier alles gekostet hat, dann doch ein bisschen über 4000 Euro. Aber man hat sich ja alles schön gerechnet. Grundsätzlich ist davon aber tatsächlich nicht alles notwendig. Das heißt, wenn ihr ein gescheites Pitbike wollt, mit dem ihr auch auf Dauer Spaß haben könnt, dann schaut euch einfach mal ein bisschen um. Schaut, wer baut die Dinger vernünftig zusammen, wer bietet vernünftige Komponenten zu nicht horrendem Aufpreis an. Bei wem ist die Grundkonfiguration schon so, dass er euch entgegenkommt? Und dann pickt euch einfach raus, was ihr braucht. Wie gesagt, hier ist viel dabei, was für die meisten vielleicht unnötig ist. Was ich aber immer ganz wichtig finde, Zusammenbau. Vergaser ist auch ganz, ganz wichtig, dass das immer passt und dass zumindest mal grundsätzlich das Fahrwerk, das drin ist, halbwegs vernünftig arbeitet. Und dabei ist es jetzt völlig egal, ob ihr ein Chassis von AP kauft, ob ihr eine IMR kauft, eine MRF, ob ihr eine Malcore kauft oder wie sie alle heißen. Darauf achten, dass alles vernünftig zusammengebaut ist. Darauf achten, dass ein gescheiter Vergaser drauf ist.
und dann einfach der Fantasie und eurem Geschmack freien Lauf lassen. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt zu der ganzen Geschichte, zum Pitbike-Thema allgemein, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten war es das mit dem Overview zu meinem Pitbike und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.